Fehler von Evian und das komplett unter Kontrolle gehabt und dann ganz plötzlich das. Ja, aber so ist dieses Sport. Ja, aber das ist so. Das ist zwei sehr gute qualitative Mannschaften. Da gibt es individuelle Qualitäten auf beiden Seiten. Und wenn das kommt zum solchen Phase in ein Spiel und man macht nur einen kleinen Fehler oder in Situationen, wo das ist dann mehr Risk und wenn man nicht nimmt diese mit Ernst, dann kann es den Momentum gehen auf andere Seite. Aber warst du überrascht, dass ihr so eine Kontrolle hattet zu Beginn oder eigentlich bis zu dem Fehler? Vielleicht hat zwei große Chancen gehabt, aber ihr habt ja 5, 6, 7 Jahre Chancen gehabt. Ja, aber vor allem anfangs, weil der Ritter könnte wir ein paar Tore geschossen hat dann, aber ich habe gespürt in der Mannschaft, dass der Fokus besser war unter dieser Woche und man nur hat gewartet für diese Playoff-Start dann. Aber ich habe vor dem Spiel gesagt, die erste Tor in ein solches erstes Spiel und vor allem zu Hause ist sehr wichtig. Wenn Fehler gehen in Führung in ein solches Spiel, ist das plötzlich so, dass wir im ganzen Wechsel muss das Spiel führende Mannschaft sein und dann kann das eine andere Partie sein. Aber ich muss sagen, ich bin stolz über die Mannschaft, wo man den Start gemacht hat in das Spiel. Ja, aber sehr diszipliniert. Er hat bis zur 40. Minute keine Unterzahl gehabt. Nein, das war ein Keypoint von uns heute, wo wir geredet haben, dass wir muss Disziplin haben. Wir wissen, dass unsere Gegner sind sehr gefährlich in seinem Powerplay und vor allem mit Hughes, Ryan dann und Unterlager. Also, das ist ein Keypoint oder Schlüssel, wo wir muss beobachten in der ganzen Serie. Thomas, es war ruppig, es war emotional, klassisches Playoff-Hockey. Warst du überrascht von der Intensität? Nein, überhaupt nicht. Du? Nein. Nein. Das ist auch so, das ist Spieler auf beiden Seiten, das ist über 40 Spieler, wo gewinnen will jeder Wechsel und jede Partie und da geht es sicherlich so weiter. Wie zufrieden bist du mit der Defensive, gerade was Hughes und Ryan betrifft, das sind doch die Topscorer der Liga? Betrifft Fehlach als Mannschaft bin ich sehr zufrieden.